Ja, nachdem ihr nur länger nichts von mir gehört habt, gebe ich heute mal wieder ein paar Einblicke, und zwar über Kupfer. Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, Schmuck aus Kupfer zu tragen oder Messer aus Kupfer zu benutzen, beziehungsweise Schmiedebronze? Es ist so, dass Kupfer eine antibakterielle Wirkung hat, und die reicht so weit, dass es schon seit Hunderten von Jahren Menschen gibt, die Kupferarmbänder tragen oder Ohrringe aus Kupfer, weil sie der Meinung sind, dass ihnen das bei körperlichen Gebrechen hilft. Das ist alles wissenschaftlich überhaupt nicht belegt, nur über Überlieferungen von älteren Menschen und deren Vorfahren. Aber ich bin ja der Meinung, wenn ältere Menschen einem was beibringen, dann sollte man schon mal hinterfragen, ob das vielleicht richtig sein könnte, und sich nicht immer auf die Wissenschaft hinterlassen. Ich selber trage auch immer ein Kupferarmband, wie ihr hier seht. Das kommt darauf an, wie stark oder wenig man schwitzt. Dann gelangt das Kupfer über Kleinstmengen in die Blutbahn und kann so zum Beispiel bei Gelenkbeschwerden helfen oder bei anderen Sachen. Das ist aber alles, wie gesagt, nicht wissenschaftlich belegt. Aber ich glaube, wenn man sich Gedanken darüber macht, was richtig und was falsch für einen selber ist, und die Sachen hinterfragt oder eben auf das alte Wissen zurückblickt, dann ist man sowieso schon auf der richtigen Seite, und dann braucht man auch keinen wissenschaftlichen Beleg für irgendwas. Denn für so viele Sachen gibt es keinen Beleg, und trotzdem passieren sie jeden Tag und sind real. Die alten Naturvölker oder auch heutige Menschen, die noch nach diesem Wissen leben, schneiden zum Beispiel Kräuter nie mit Eisen, sondern immer mit Holz, Knochen, Kupfer, Silber, Gold, je nachdem, wie groß der Geldbeutel natürlich auch ist. Denn sie sind der Meinung, ich muss kurz nachlesen, ich habe ja ein Gedächtnis wie ein Eichhörnchen: Eisen bannt die Geister, ist dämonenabwehrend und lässt auch die friedlichen Pflanzengeister erstarren. Kupfer ist auch ein uraltes Therapeutikum. Vor über 4000 Jahren vermischten die Ägypter Kupferspäne mit Kuhfett und Honig zur Wundheilung. Hippokrates behandelte Geschwüre und Krampfadern, und der Schweizer Arzt und Philosoph Paracelsus behandelte damit Geisteskrankheiten und Hysterie. Im alten China benutzte man Kupfernadeln zur Akupunktur und verbot sogar das Papiergeld und führte Kupfermünzen ein, um die Verbreitung von bakteriellen Infekten zu vermeiden. Auch heute wird immer noch in manchen Ländern der Welt Wasser immer in Kupferbehältern aufbewahrt, weil man sich der Eigenschaften bewusst ist. Nach Eisen und Zink ist es das wichtigste Spurenelement im menschlichen Körper. Bei direktem Kontakt mit der Haut über das Schwitzen gelangt es so in Kleinstmengen in die Blutbahn und kann da die Wirkung entfalten. Was man jetzt dazu sagen muss, wenn man jetzt ein Messer bei mir bezieht, das ist zum Beispiel ein Wiegemesser für Kräuter aus Kupfer mit einem Griff aus Rothirschgeweih. Da muss man natürlich wissen, dass Kupfer nicht so scharf werden kann wie jetzt ein Kohlenstoffstahl. Aber wenn man damit Kräuter schneidet, und zwar auf einem Holzbrett oder auf einem PVC-Brett oder was auch immer, dann ist es durchaus ausreichend. Wenn man jetzt dann aber was Robusteres will, um auch dickere Wurzeln zu schneiden oder zu hacken, dann sollte man eher ausweichen auf Schmiedebronze. Schmiedebronze ist einfach eine Mischung aus Kupfer, Zinn. Damit kann man auch gröbere Sachen machen. Das hier ist jetzt ein ziemlich filigranes Messer für Petersilie, Schnittlauch und sowas, auch für den Gebrauch unterwegs in der Lederscheide drin. Was ich euch damit nur rüberbringen möchte, ist, dass ihr genauer hinschaut. Verlasst euch immer nicht nur auf die Wissenschaft, auch auf all die Überlieferungen. Das ist meiner Ansicht nach extrem wichtig, dass das Wissen nicht verloren geht. Es liegt ja immer an den Menschen selbst zu entscheiden, was er bezieht, wo er es bezieht, ob er jetzt eine gute Energie einkauft oder eben eine schlechte. Ich bin der Meinung, dass wenn man genau hinschaut und sich genau Gedanken macht, dann ist man sowieso auf dem richtigen Weg. Ob man jetzt die Kräuter mit einem Eisenmesser schneidet oder mit einem Kupfermesser, ob man Eisenschmuck trägt, Edelstahlschmuck oder Kupfer, es ist eine Einstellungssache. Und nicht alles ist für jedermann gleichermaßen wirksam.
Also seid beschützt und achtet auf euch. Bis bald mal.